Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um holographische Medizin, was sich dahinter verbirgt und wo die uns immer begegnet, wie wir die in unser Leben integrieren können. Das erfahren wir heute von unserem Gast Christian Scheveling. Er ist Heilpraktiker und Autor und hat eine ganz besondere Akupunkturmethode entwickelt. Darüber sprechen wir heute auch, wie wir das Ganze miteinander integrieren und kombinieren können. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Christian. Hallo, Corinna. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich freue mich immer, wenn du kommst, weil ich lerne immer wieder was Neues über meinen Körper, über meine Emotionen, wie ich das analysieren kann. Und heute wollen wir mal über holographische Medizin sprechen. Was ist das denn überhaupt? Also, bevor wir da einsteigen, also nicht, dass ich mich mit Lorbeeren schmücke, die mir nicht zustehen. Du hast gesagt, ich habe ein Akupunkturverfahren entwickelt. Ich habe Akupunkturverfahren entwickelt. Ja. Wenn wir aber über die Ekevo-Akupunktur sprechen, die hat natürlich Professor Chang entwickelt. Ah ja, okay. Ne, genau, ich wende die an und entwickle da sie auch vielleicht weiter. Ne, bloß, dass erstmal klar ist, Professor Chang, der fast einen Nobelpreis dafür auch gekriegt hätte, weil er das biologisch aufgeschlüsselt hat, wie hat ist der Körper aufgebaut. Und da sind wir erstmal mitten im Thema auch schon, weil der Aufbau, den Professor Chang entdeckt hat, ist, dass sich im Kleinen immer wieder das Ganze widerspiegelt. Das heißt, ich habe jetzt hier den zweiten Mittelhandknochen, der spiegelt den gesamten Körper wieder. Nur hier ist der Kopf, hier sind die Füße, hier sind die Organe angelegt. Das Ganze kann ich aber auch hier am fünften Mittelhandknochen machen, Kopf, Füße. Das kann ich am ganzen Arm machen, Kopf, Füße, alles ist dazwischen angelegt. Und das sind biologische Gesetze, die auch wirklich elektronisch und per Tastung nachvollziehbar sind. Also durch Widerstandsmessung kann ich jetzt feststellen, wo ist der pathologischste Bereich. So, wenn ich jetzt ein Leberproblem habe, dann ist hier der Widerstand am geringsten. So, und wenn ich jetzt hier Nadel oder daran arbeite, dann wird Heilung entstehen in dem Bereich. Also könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich das jetzt so anordne, und ich will gucken, wo ein Problem sitzt. Und ich spüre hier irgendwo einen Widerstand. Ich spüre es gerade gar nichts. Dann kann ich aber, um sicherzustellen, ob ich da jetzt richtig liege, nochmal hier den ganzen Arm entlang gehen. Genau, könnte man genau am Knochen gucken, auch entlang gehen. Und wo tut es da weh? Und wenn das dann sich wiederfindet, dann finden wir auf jeden Fall mal das passende Organ oder den... Die Ebene im Körper dazu. Genau. Okay. Genau. Ne, und dieses Verfahren dieser Ekevo-Akupunktur oder beziehungsweise die Theorie auch dahinter, dass der Körper holographisch aufgebaut ist, das beschäftigt mich jetzt seit mehr als 20 Jahren etwa. Ziemlich genau seit 20 Jahren. So, und dann bin ich auf weitere Dinge gestoßen, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und zwar gibt's einen Physiker, der heißt David Bohm. Der hat entdeckt, dass sich Elektronen geordnet verhalten. Also das heißt, das sind ja erstmal Teilchen, Miniteilchen, elektrisch geladen, mit einer negativen Ladung. So, und die zeigen eigentlich ein Verhalten, was man eher bei Lebewesen vermuten würde. Er nannte das Plasmonen, weil die sich in einem Plasma bewegt haben und wirklich Anordnung gezeigt haben, die man sonst von Lebewesen kannte. So, wo er gesagt hat, ja, ist ja seltsam, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Dann gibt's in der Quantenphysik so ein paar Phänomene. Es gab da einen großen Streit zwischen Bohr und Einstein. Bohr hat gesagt, die Quantenphysik als solches abgeschlossen. Und Einstein hat gesagt, na, kann irgendwie nicht sein. Da sind so ein paar spukhafte Dinge dahinter, wie eine potenzielle Fernwirkung, die er damals eigentlich ausgeschlossen hatte in 30er Jahren, die in 80er Jahren aber nachgewiesen werden konnte, dass man wirklich Fernwirkung hat. Das heißt, ich habe irgendwie ein verschränktes Photon, Lichtteilchen, und ein Teil davon schicke ich nach Moskau, eins schicke ich in die USA und ändere an dem einen den Spin, dann ändert sich simultan genau in dem Moment ohne Zeitverzögerung an dem anderen auch der Spin. Also das heißt, das ist auch jetzt nichts mit Lichtgeschwindigkeit zu erklären, mit einem Datenaustausch, sondern das war ein ganz großer Streit in dieser Quantenphysik und oder unter den Physikern. Könnte ich aber heute auch die Brücke zur Dunkelfeld Technologie. Ja. Ja, oder? Ja. Ich meine, da hat mir auch mal jemand erzählt, dass wenn ich das Blut von einem Patienten habe unter dem Dunkelfeldmikroskop und er ist in den USA und sagt, du, ich habe Magen-Darm. Es ist verschränkt. Dann siehst du es direkt auf dem Dann kannst du es auch im Dunkelfeld erkennen.
genau. Ja. Das ist schon extrem spannend. Definitiv, diese ganze Informationsgeschichte. Hm. Ne, weil der David Bohm, der hat dann gesagt, so, okay, wir haben zwei verschiedene Ordnungen. Das eine ist die explizite Ordnung, das ist das, was wir sehen, anfassen können, aber auch Energien. Und das andere ist die implizite Ordnung, eine informative Ebene dahinter, wo eigentlich die äußere Ordnung erstmal draus entsteht. Und er nannte das eine so eingefaltet, also das heißt das, was man nicht sieht, und entfaltet. Wir haben hier die entfaltete Ordnung, aber die Informationen, die dahinter stehen, sind eigentlich viel grundlegender. Mhm. Genau, das war so ein Bereich, der auf den ich gestoßen bin. Ein anderer Bereich, Hirnforschung. Mhm. So, man ist ja davon ausgegangen, dass bestimmte Dinge genau im Gehirn an bestimmten Orten gespeichert werden. Jetzt mach mal mit deinem Zeigefinger einen Kreis. In welche Richtung? Ist egal. Mhm. So, jetzt mach das mal mit dem ganzen linken Arm. Mhm. Den gleichen Kreis? Ja, genau. Mhm. Und jetzt mit dem Fuß vielleicht noch so ein bisschen kreisen. Mhm. So, warum kannst du das? Dieses Bewegungsmuster des Kreises ist nicht an dem Ort abgelegt. Oder wenn ich jetzt schreiben lerne, können wir ja davon ausgehen, dieses Bewegungsmuster ist abgespeichert im Arm. Ah, in einem, ah ja, okay, du meinst in dem ausführenden... Genau, in dem ausführenden Organ sozusagen. Ja, ja, so, okay. Mm-hmm. Genau, es ist holographisch im Gehirn abgespeichert. Das heißt, das Gehirn kann von allen Bereichen darauf zugreifen. Genau, und also diese Idee der Holographie, also was das eigentlich bedeutet, lässt sich am besten erklären durch das technische Verfahren der Holographie. Das ist in 70er Jahren mathematisch sozusagen entwickelt worden von einem Menschen, der hieß Gabor. Und nachher in der Technik umgesetzt worden mit Lasertechnik. Wir haben Laserstrahl, den teilen wir in zwei, also der wird unterteilt in zwei Strahlen. Der eine Teil bestrahlt ein Objekt mit einem Apfel zum Beispiel und von dem Apfel wird es zurückreflektiert auf eine fotografische Platte. Der andere Teil wird umgeleitet und auch auf die fotografische Platte geleitet und so wie die sich treffen, entsteht eine Interferenz. Das heißt, die Wellen von beiden Laserstrahlen, die bilden Wellenmuster auf dieser Platte. So, wenn ich jetzt diese Platte, wo ich das so, diese Interferenzmuster abgebildet habe, wieder mit Licht durchstrahle, entsteht eine 3D-Projektion des Objektes, des Apfels in dem Fall. So ähnlich wie man bei Star Wars dann so diese Hologramme hat, die dann so in der Luft erscheinen, die sich sogar noch bewegen. Okay. So, also das heißt, ich erzeuge ein Hologramm in der Luft, wo man das Gefühl hat, ah, das ist ein Objekt, ich kann aber durchgreifen. So, das ist erstmal so diese technische Holographie. Was jetzt spannend ist, ist, wenn ich diese holographische Platte, ups, aus Versehen fallen lasse und sie zerspringt in mehrere Teile und durchstrahle dann die Teile dieser Platte, dann entsteht nicht ein Fragment des Apfels, sondern der ganze Apfel, bloß nicht mehr so scharf. Das heißt, jeder Teil dieser fotografischen Platte hat die ganze Information des Objekts in sich. Und genauso ist der Körper aufgebaut. Jeder Teil des Körpers hat die Information des ganzen Körpers in sich. Okay. Und auch die, ich bin gerade am Überlegen, wie man es dann auch auf die emotionale Thematik noch. Genau, da bin ich dann nämlich auch noch drauf gestoßen. Es gibt ja in der Psychologie verschiedene Theorien, wie ein Mensch, eine Psyche aufgebaut ist. Und das überzeugendste Modell habe ich gefunden in dem inneren Familiensystem von Richard Schwartz, so der im Prinzip sagt, so eine Persönlichkeit ist so aufgebaut, dass wir so eine Art Wohnzimmer haben. So, und in diesem Wohnzimmer sind ein bis zwei Anteile, die wir haben, die gerade präsent sind. Bei dir ist gerade ein zuhörender Anteil präsent. Mhm. So ist vielleicht noch was anderes, was emotional irgendwie darunter noch liegt, keine Ahnung. So, auf jeden Fall ist es in einer gesunden Psyche so, dass die Teile zirkulieren. Das heißt, wenn ich jetzt Lehrer wäre, komme nach Hause und verhalte mich da genauso meinen Kindern gegenüber wie den Schülern in der Klasse, werden die sehr genervt von mir sein. Wenn ich mich meiner Partnerin gegenüber so verhalte wie der Lehrer in der Schule, wird sie auch genervt sein. So, also das heißt, es ist wichtig, eine gewisse Flexibilität dieser Anteile zu haben. So, und im Kern hat Richard Schwartz dann aber definiert, gibt es so etwas wie das Selbst, oder er nennt es das Selbst. So, und dieses Selbst ist eigentlich unzerstörbar. Das ist der Kern eines jeden Menschen. Und in diesem Selbst sind einfach Qualitäten wie, man ist ruhig, man ist gelassen, man ist geerdet, man ist neugierig, man ist mutig. So, das ist das, wenn diese ganzen anderen Anteile so ein bisschen beiseite gehen, dann kommt das zum Vorschein. Könnte ich auch sagen, bei dem Selbst, das ist so,
die geheilte Version von mir? Ohne Muster, ohne Glaubenssätze, ohne Erfahrungen, die mich prägen, die Überlebensstrategien entwickelt haben, sondern das ist das so, wie ich bin. Genau. Ohne Einflussfaktoren. Genau. Eigentlich könnte ich mich doch rein theoretisch immer bewusst damit verbinden. Da würden doch bestimmt öfters mal andere Antworten kommen. Definitiv. Und das ist auch der Sinn im Prinzip dieser Therapien, wenn man dann damit arbeitet, immer mehr mit diesem Selbst zu verbinden. So, weil, also wie du schon sagst, so, das ist sozusagen die reine Version von einem. Alles andere, was dann so entsteht, ist wie so ein, man könnte fast sagen, so ein Nebel, der sich drüber setzt. Man darf jetzt aber nicht dahin gehen und sagen, das passiert leider in der psychologischen oder spirituellen Szene, eine Abwertung dieser anderen Anteile. Dass man sagt, ah, dieser scheiß innere Kritiker, ne? Also, der soll mal aufhören. Nee, der ist da, der hat eine Funktion. So, und im Prinzip geht es eigentlich immer darum, erstmal dankbar zu sein, zu sagen, okay, du willst meinem System helfen. So, und egal wie dämonisch solche Anteile auftauchen, das ist, ist per se kein Anteil böse, sondern jeder Anteil will eigentlich etwas Gutes fürs System, war bloß in bestimmten Situationen nicht fähig, sich anders zu entwickeln, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Es gibt Situationen im Leben, wo man wenig Handlungsspielraum hat, gerade als Kind, wenn man bestimmten Dingen ausgeliefert ist und muss erstmal Strategien entwickeln, um da durchzukommen. Sondern wenn ich jetzt so einen Anteil habe, der sich sehr destruktiv verhält, dann kann ich natürlich Kontakt zu dem aufnehmen. Und am besten ist es, wenn es aber gelingt, Kontakt herzustellen zwischen dem Selbst und diesem Anteil. Dann passiert ganz viel von alleine. Aber nochmal zurück zur holographischen Idee der Psyche. Wenn ich jetzt so einen Anteil mir nehme, nehmen wir den inneren Kritiker. So, der ist bei manchen ganz smart, bei anderen ist er wirklich sehr, sehr streng, sehr dogmatisch. So, und wenn wir den jetzt aber mal auch betrachten, dann habe ich wieder einen ähnlichen Aufbau wie eine Gesamtpsyche. Das heißt, ich habe auch in diesem inneren Kritiker verschiedene Anteile. Da ist dieser ganz harte Teil, da ist ein etwas weicherer Teil, da ist vielleicht sogar eine geheilte Version dessen. Und ich habe im Kern auch wieder Selbstanteile. Das heißt, auch dieser innere Kritiker kann zu einer Ruhe kommen. Dieser innere Kritiker kann auch mal sagen, ah, da bin ich jetzt aber neugierig, worum geht's denn jetzt hier? Sondern das ist das, wo ich sage, dass auch die Psyche holographisch aufgebaut ist. Je tiefer ich da reinschaue, ich habe immer diese selbstähnlichen Strukturen. So, der gesamte Mensch, der ist am umfassendsten, der ist sehr differenziert, auch im körperlichen Bereich. Wenn ich die Teile aber wieder rausnehme, habe ich selbstähnliche Strukturen, aber es ist nicht mehr so stark differenziert. Es wird immer kleiner von der Art. Wenn ich jetzt mit dem inneren Kritiker arbeite und gewisse Strategien rausgefunden habe, wie, was weiß ich, innere Glaubenssätze, die sagen, das schaffst du nicht, lass die Finger davon, ja, das sind ja so Klassiker. Ja. Ich heile das dann dort, indem ich wirklich schaue, wo kam die Kritik her, wann hast du die Entscheidung getroffen, daran zu zweifeln, dass du an diese Ursprung der Glaubenssätze kommst, dann entsteht ja so ein Stück weit auch die geheilte Version wieder, oder? Dann komme ich ja an die Essenz dieses Kritikers ran, also dass ich wieder mit diesem Ich im Kritiker verbunden werde. Ja, genau. Und wenn ich dann diesen Splitteranteil heile, holographisch gesehen, hat er ja dann wieder rückwirkend auf aufs ganze das System, ganze aufs System. Ganze System und auch eben auf den Körper. Und das ist ja so dieser Irrglaube in einer Medizin, die, sag ich mal, naturwissenschaftlich und philosophisch irgendwo im 19. Jahrhundert hängen geblieben ist. Deswegen jetzt die Idee einer holographischen Medizin, wo wir alles wieder miteinander verbinden. Wir haben ja nicht wirklich die kartesianische Trennung zwischen Geist und Körper. Wenn ich dich jetzt bitte, hier mach mal eben bitte mit dem Finger, es ist erstmal eine Geistinformation, du setzt es sofort in was Körperliches um. Genauso ist etwas, du hast einen Gedanken an Stress, du setzt es auch sofort in was Körperliches um. Diese Trennung ist illusorisch. Wo sitzt denn eigentlich so dieser Kritiker? Ich glaube, den kennen viele Menschen von uns, dass wir uns vielleicht auch mal was nicht zutrauen, dass wir denken, oh, lass mal lieber die, also es kommt ja vielleicht auch eine Angst oder vor Veränderung oder wo platziert die sich gern in unserem Körper? Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich sag mal, Kritiker ist natürlich oft etwas, was hier mehr so sitzt. Es gibt dann eher so Instinktanteile, wo es um Kompensation durch Ernährung geht, Nahrung geht. Das ist natürlich mehr hier. So traurige Anteile zeigen sich oft eher hier in diesem Bereich. So, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Ich arbeite immer mit dem, was ist. Und gucke auch,
jetzt gar nicht unbedingt, wo ist es hergekommen, sondern was zeigt sich? Was zeigt sich im Jetzt? Weil ich kann nur im Jetzt heilen. Ja. Ne? So, es gibt natürlich so Rückführungen, wo man dann da auch was machen kann und so. So bei der Arbeit, die ich mache, entsteht manchmal auch sowas. Aber in der Regel ist es wirklich so, einfach mit dem sein, was jetzt da ist. Und so Thema innerer Kritiker, diesen inneren Kritiker eigentlich zu fragen, ja, warum machst du denn das? Mhm. Sondern, oh, ich muss das System noch beschützen, sonst kriege ich doch wieder Ärger. Ja, du hast damals Ärger gekriegt, da warst du aber 4 Jahre alt. So, du bist jetzt erwachsen, wie ich bin jetzt erwachsen. Das wissen diese Teile oft nicht. Das ist ganz interessant, wenn man in Kommunikation mit diesen Teilen geht und fragt, was glaubst du denn, wie alt ich jetzt bin? Ja, 14. Nee, ich bin 50. Ach so, echt? So, ne? Das ist oft ganz witzig, wenn man diese Teile dann neu arrangiert, dass dann so ein Verständnis kommt und dass die dann mehr anfangen, miteinander zu arbeiten. Wir haben ja auch das Prinzip von Yin und Yang. Das heißt, Teile sind oft polar. Wenn ich den inneren Kritiker habe, habe ich oft einen Gegenpol, der den inneren Kritiker scheiße findet. So, und schon habe ich Krieg. So, ne? Und so, je mehr ich dieses System befriede und je mehr ich die Anteile wirklich so in die Mitte bringe, desto besser ist es. Thema Mitte. Schön, kommt man auch eben in die Mitte, ja, eben. Genau, ja. Also Thema Mitte, jetzt diese Frage erstmal, was ist denn Medizin überhaupt? Was ist das für ein Begriff? Medizin verstehen viele Menschen inzwischen als Pharmakologie und Chirurgie. Aber eigentlich bedeutet der Begriff in die Mitte bringen, Meditation, Mediation. Das sind alles Begriffe, wo es darum geht, in die Mitte zu bringen. Und das macht chinesisch gesehen ja auch total Sinn. So, ich habe immer Yin und Yang, ich habe immer eine Polarität. Wenn aber die getrennt ist, also wirklich dissoziiert, voneinander entfernt ist, dann ist es ungünstig. Wenn es differenziert ist, ja, ich habe ein bisschen Tagesenergie, ich habe Nachtenergie, brauchen wir alles, dann entsteht Heilung. Aber dann sind wir in der Mitte. Inwiefern integrierst du jetzt in dieses ganze Thema auch die Frequenzen? Also jetzt genau, nochmals zur Differenzierung. Also wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Differenzierung, nicht die Dinge auseinanderzureißen, dass man sagt, okay, da ist eine Zelle, die macht das, da ist ein Gefühl, sondern das gehört irgendwie für mich zusammen. Ich unterteile, hatte ich in anderen Interviews ja auch schon erwähnt, in 3 Ebenen aus der chinesischen Medizin. Erdebene, da kann man über Ernährung, Bewegung, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Chirurgie, wenn es ansteht, arbeiten. Und dann kommen wir zur Menschebene, da geht es um Energien und Frequenzen. So, und auf der Ebene habe ich viele Möglichkeiten, den Körper zu unterstützen. Eine der besten Möglichkeiten, die ich kenne, ist die Hochfrequenztherapie nach Tesla. Und da kann ich dann einerseits bestimmte Körperbereiche direkt versorgen mit dieser Hochfrequenz. Oder ich gehe über Akupunkturpunkte und kann Leitbahnen damit versorgen und bringe Energie in den Körper. So, also das heißt, das ist etwas, was oft bei Krankheitsprozessen fehlt. Krankheitsprozesse haben oft einen Energiemangel dahinter. Wenn ich es schaffe, Energie reinzubringen, und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit mit dem Tesla-Oszillator, Energie zur Verfügung zu stellen, kann ich oft auch die Themen besser verarbeiten. Weil wenn ich ein System habe, was energetisch bei 20% ist und fange dann an, irgendwie mit Traumata zu arbeiten, keine Chance. Ich kann nichts umsetzen. Dann geht es auch sofort wieder in die Somatisierung, in die Körperlichkeit. Sehr interessant. Wo finden wir noch diese holographische Medizin? Also wir haben es jetzt auf körperlicher Ebene. Gibt es da auch irgendwas, wo du dann mit Frequenzen arbeitest, bei Nahrungsergänzung oder Vitalis? Ja, kann man unterstützen. Also alles, was an, also man kann ja mit dem Tesla-Oszillator erstmal das Wasser veredeln, dass man dafür sorgt, dass ich eine hexagonale Struktur im Wasser habe. Diese hexagonale Struktur besorgt eine viel bessere Entgiftung, eine viel bessere Versorgung, hat auch mit den Zellmembranen ganz viel zu tun, mit der Struktur des Wassers, wo man wirklich eine absolute Optimierung hat. Genau. Hast du da auch eigene Erfahrungen gemacht mit Entgiftung? Oder du entgiftest ja viel, gell? Genau. Also ich hatte mit 21, 22 eine Chemotherapie, damals in den 90er Jahren, wo man wirklich mit Hochdosis Chemotherapie gearbeitet hat. Wirklich so ganz krasses Zeug im Körper, auch mit vielen Folgeerscheinungen gesundheitlicher Art. So, und ich habe jetzt vor einem Jahr angefangen, mit der Hochfrequenz zu arbeiten und hatte dann nach ein paar Tagen den Geruch der Chemotherapeutika wieder in der Nase. Das heißt, da ist etwas ausgeschieden worden, was in den 90er Jahren in meinen Körper gelangt ist. Obwohl du zwischendrin eigentlich schon viel mit Entgiftung gemacht hast. Ich habe viel entgiftet, versuche mich natürlich gesund zu ernähren, zu bewegen, alles. Ne, so. Aber das war dann nochmal, da kam echt nochmal was raus.
Was ganz spannend ist, wenn man dieses hexagonale Wasser trinkt, also auch gerade für ältere Menschen interessant, kriegt man Durst. Mhm. Na, so, wo meine Tochter dann gesagt hat, das ist doch total bescheuert, ich trinke jetzt Wasser und kriege Durst von, macht doch überhaupt keinen Sinn. Zeigt aber, dass der Körper auf einmal merkt, ah ja, ich werde jetzt wirklich hydriert. Also es ist eine wirkliche Hydrierung, weil wenn ich jetzt irgendwie Leitungswasser trinke, da was vorher durch gepresste Rohre geht, da gehen die ganzen Pflaster kaputt, ja. Das ist energetisch nicht mehr wertvoll. Da kann man im Prinzip nicht mit entgiften mit so einem Wasser. Und wenn ich jetzt dieses Wasser trinke, dann sagt der Kopf, oh, noch mehr, noch mehr. Und ich mache es inzwischen auch so, dass ich vor den Behandlungen die Patienten eigentlich auch immer gerne ein Glas Wasser trinken lasse. Und das Gefühl, seitdem funktioniert es noch besser. Ja. So, genau. Ja, sehr, sehr interessant. Die weiteren Verfahren, du hast ja, erzähl noch mal ein bisschen was über die Methode, die du anwendest. Ja. Welche der vielen? Aha, die Ekevo-Akupunktur. Ja, genau. Ah ja, Ekevo-Akupunktur. Genau. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das nicht merken kann, aber Embryo. Embryo, genau. Na, und es ist eine Abkürzung von Embryo contains the information of the whole organism. Ein Embryo, der die Information des gesamten Körpers beinhaltet, womit da genau dieses holographische Prinzip ausgedrückt ist, was auch in der Mystik eine Rolle spielt, wo man früher schon gesagt hat, das ganze Universum ist in einem Sandkorn enthalten. Da kann man natürlich sagen, das ist ja Blödsinn. Mhm. David Bohm sagt genau das, also ein Physiker sagt genau das, das ganze Universum ist in einem Sandkorn enthalten. Also kann man sagen, die ganze Information des Körpers ist in jedem Teil des Körpers enthalten. Man kann aber auch sagen, übergeordnete Systeme sind auch in uns enthalten. Also das heißt, es geht über den Körper hinaus. Es geht, also auch Familiensysteme drücken sich damit aus. Oh, das finde ich jetzt auch spannend. Mhm. Das heißt, ich habe ein Familienthema, kriege ich genug zu essen? So, ne? Meinetwegen irgendwie die Vorfahren hatten im Krieg hungern müssen oder es gab sonst Hungersnöte oder sind kurz gehalten worden wegen Mangelsituation. So, und dann geht das natürlich irgendwie auf den Magen. Mhm. So, das heißt, wir finden auch in einem individuellen System Informationen der Gesellschaft, der Familie, der Erde, so astrologische Aspekte, die alle betreffen. Also das heißt, wir können uns nicht komplett trennen davon. Das ist auch in diesem Begriff holographisch. Die Informationsfelder sind sehr fließend. Ich bin ein Individuum, ja, aber ich bin im Informationsfeld anderer Ganzheiten auch ausgesetzt. Ich bin Teil der Menschheit. Ich bin Teil einer Stadt. Ich bin Teil einer Familie. So, und das findet sich in dem System auch wieder. Ja, wir hatten ja auch, wenn man es jetzt wirklich geschichtlich betrachtet, ja, also wenig Essen, dann, wie kommt die ganze Zeit Enteignung, was ist das? Enteignung, Besitz wegnehmen geht auf die Lunge. Ah, mhm. So, da ne, jetzt, so, witzig, wie es wieder funktioniert, gell? Ja, genau. Ja, ja, lustig, ja, lustig, genau. Ja, okay. Ja. Und wo sitzt, also das sitzt in der Lunge? Oder Dickdarm, ne? Also chinesisch Lunge. Gesehen Lunge, Dickdarm, das ist ein Metallelement, Dickdarm loslassen. So, der Dickdarm ist ja dafür da, das, was ich nicht mehr brauche, weg oder das, was ich nicht mehr halten kann, loslassen. Wenn ich da natürlich festhalte, keine Bewegung mehr drin. Das heißt, das Leben ist, es kommt was, es geht was. Es kommt was, es geht was. Also es ist ja jetzt echt auch ein praktisches Beispiel, gell? Wenn man sagt, hier, was, fünfer Zahn, Lunge, Dickdarm, Enteignung. Wie gehst du dann weiter vor? Ich würde innerlich mit dem Thema arbeiten. Mhm. Oder gucken, okay, also oft ist es ja andersrum. Also die Patienten präsentieren einen Schmerz. Mhm. So, und ich fange dann an zu massieren oder mit einem Tesla-Oszillator zu arbeiten oder einfach zu akupunktieren. Und auf einmal kommen die Themen hoch. Mhm. Na, oder ich merke dann, oh, da kommt jetzt aber eine Traurigkeit. Ja, was ist das mit der Traurigkeit? Ja, Verlust, okay, dann geht man tiefer rein. Ja, es gab ein Thema Enteignung in der Familie. Ah, spannend, okay. Mhm. Und dann kann man natürlich wieder gucken, so, ja, was braucht dieses Thema noch? So, und was dieses Thema oft braucht, ist wirklich so diese Akzeptanz, dass Dinge auch gehen. Okay, ich werde enteignet, das ist auch etwas, da wird eine Grenze überschritten. Da sind wir beim Thema Leberaggression. Oh ja. Hm, das sind wir richtig im Thema drin. Ja, genau. Und Aggression ist ja auch etwas, was sehr abgewertet wird. Nein, wir brauchen auch Aggression, um uns abzugrenzen. Mhm. So, ne? Und es wird auch gerade oft so in der spirituellen Szene so getan, ja, Wut, nee, das sind so Gefühle, die sind so ein bisschen, nein, ganz wichtig zu sagen, nein, will ich nicht. Mhm. So. Also haben wir Grenzüberschreitung da auch drin als Thema? Okay, und wie heile ich das? Also bewahren, die Grenzen bewahren und im Grunde muss ja auch ein Stück weit ein Vertrauen da sein.
Ja, da sind wir dann wieder bei den inneren Anteilen, mit denen wir arbeiten können. Es gibt einen verletzten Anteil, so der einfach sagt, so selbst wenn ich es nicht selber erlebt habe, das reicht, wenn die Großmutter es erlebt hat. Mhm. Da gibt es auch wirklich ganz interessante energetische Übertragungen. Das ist jetzt nicht irgendwie esoterisch, sondern das ist wirklich epigenetisch auch so. So wo Themen auch übertragen werden. So, und dann gibt es einen Anteil, der ist einfach vielleicht noch sehr traurig über die Enteignung. Es gibt einen anderen Anteil, der ist sehr sauer. Mhm. So, und ich müsste mich theoretisch mit beiden auseinandersetzen. Das Schöne ist, dass in einem System, also dann haben wir das Selbst im Kern. Das Selbst ist immer gelassen. Das ist so der, hatten wir im anderen Interview, glaube ich, schon, so dieses, da ist man heile. Das ist der innerste Kern. Da ist man gesund und heil. Das ist so dieser Souveräne, der weiß, das ist ja alles eh nur ein Der ist einfach gelassen. Der ist und einfach gelassen. Nichts, ja. Genau, also das ist so das eine. Und dann gibt es aber auch Anteile in unserem System, die entweder schon da sind oder als Potenzial angelegt, die diesen Teilen auch helfen können. Das heißt, es gibt unterstützende Anteile in uns. Ne? Und wenn meinetwegen eine Hilflosigkeit, also das ist ja auch so diese Hilflosigkeit dann vielleicht in dieser Situation, ich werde enteignet und was passiert jetzt? Ich stehe jetzt hier und habe nichts mehr und weiß nicht, wie geht die Existenz weiter? Dann käme also noch das Thema Niere vielleicht mit rein, Angst. Sondern wo man dann aber einfach gucken könnte, okay, wie kann ich diese Teile unterstützen? So, und gleichzeitig geht es aber auch anzuerkennen, ja, da ist Traurigkeit. Hey, alles darf da sein. Okay, bist du traurig. Oder da war deine Oma traurig und du schwingst mit. Oder da ist eben diese Wut. Ja, darf auch eine Wut sein. Völlig okay. So, lass mal raus. Also die Frage ist immer wie, ne? Aber so, ne, ja, ich überlege gerade, machst du das dann mit dem Frequenz? Du stichst ja dann die Nadel ins Thema. Nehmen wir mal Leberwut. Ja. Dann hast du die Nadel gestochen. Ja. Dann machst du noch die Frequenz dazu. Und kann es dann sein, dass es richtig aufkocht, dass dann der Patient dann auch wirklich sagt, so, jetzt muss ich aber mal hier kurz einen Brüller rauslassen, oder? Das ist ganz interessant. Also das ist so ein Zugang, wo man natürlich über die Nadel geht. So, und was ich mit den Nadeln mache, ich mache das meistens relativ kurz. Also ich brauche jetzt keine halbe Stunde dafür, sondern ich setze eine Nadel und mache ein paar Minuten Hochfrequenz drauf. So, und arbeite ansonsten wirklich sehr am Patienten und versuche mich auch immer so einzuschwingen. Und das ist manchmal wirklich so, wenn ich dann an so einen Punkt gehe und ich merke schon, da ist echt aber Dampf drauf, dass die Leute es noch gar nicht so merken. So, das heißt, ich spüre es manchmal so einen kleinen Moment vorher. So, okay, mal abwarten, was so kommt. Und kurz danach sagen die es dann, oh, jetzt merke ich aber, da ist nur so, da passiert was. Und das passiert aber auch gerade im direkten Kontakt mit den Menschen, weil ich mag es wirklich gerne, mit solchen Sachen zu arbeiten. Ich mag aber auch eben die Berührung und das mit Einschwingen und was oft sehr heilsam ist für die Menschen, ist wirklich so dieses, ach, da ist einer, für den ist ja alles okay. Das ist ja okay, dass ich jetzt wütend bin. Meine Eltern fanden es scheiße, aber okay, ich darf jetzt hier wütend sein. Ich darf jetzt hier traurig sein. Und das allein ist oft schon sehr heilend. Ja, super. Ach, das war wieder richtig schön. Das ist ja, jedes Mal, wenn du kommst, habe ich so eine neue Erkenntnis in meinem Sammelsurium, ja. Dann, wenn man sich wirklich auch noch mal thematisch wirklich in die Tiefe damit beschäftigen möchte, mit deiner Arbeit, aber auch mit der Technologie, wo gibt es denn da Möglichkeiten? Also ich sag mal, mit dieser Technologie, der Tesla-Technologie, das cellenergycenter.com oder bei wassermatrix.ch. Jetzt bei den Sachen, die ich da entwickle, so, ich bin auch sehr interessiert an Austausch. Also dieser Vernetzungsgedanke, der jetzt im Körper auch da ist, den sehe ich auch auf einer übergeordneten Ebene, wo ich einfach denke, unter Kollegen austauschen, aber auch wenn Patienten Fragen haben, sehr, sehr gerne unter www.praxis-scheveling.de. Super, okay. Dann bedanke ich mich sehr, Christian, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Ja, genau. Und Dankeschön. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Interviews gemeinsam machen werden. Gerne. Danke. Sehr, sehr gerne. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einen ganzheitlichen Blick mal wieder auf die Gesundheit, auf die Psyche und den Körper werfen mit uns. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.